Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute zu einer weiteren Gravel-Tour aus dem Sauerland. Ich mache immer noch Urlaub hier mit meiner Familie. Heute scheint die Sonne, muss man ausnutzen. Morgen ist schon wieder Regen mit Gewitter gemeldet. Darum gar nicht lange schnacken, hier auf geht's. Gravel fahren im Sauerland. Und das geht ja heute Morgen schon richtig zur Sache. Noch keine 20 Minuten unterwegs, aber schon die ersten Höhenmeter weggeballert. Wird also nicht langweilig für mich. Ich hoffe für euch auch nicht. Freunde, ich habe in der Dreiviertelstunde jetzt noch nicht mal 7 Kilometer geschafft. Okay, bei 300 Höhenmetern dauert das ein bisschen, wenn es immer nur bergauf geht. Aber dafür geht es nachher lange bergab, habe ich mir extra hier so ausgesucht. Komme jetzt ja auch dem Ort Schanze immer näher. Da gibt es ja den Kyrillpfad. Vor 16 Jahren gab es ja diesen Riesensturm, wo im Sauerland sehr viel Fichten umgefallen sind. Mittlerweile fallen ja auch Fichten um, aber nicht wegen Sturm, sondern wegen Borkenkäfer. Und ich habe jetzt Pause. Wenn man schaut, da hinten der Holzlaster, da fahre ich mal nicht vorbei, weil der mit seinem Ausleger da zugange ist und die Baumstämme drauf hieft. Da muss ich jetzt nicht drunter herradeln, ist ja fast voll. Immer ein bisschen Pause und dann geht's gleich weiter. So, der spannt jetzt nur noch fest. Muss ich mal schauen, komme ich da heute irgendwie vorbei? Denke schon, ne? Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt und dann geht's da auch irgendwie vorbei. Hallo. Hallo. Kilometer 7 und herzlich willkommen hier in Schanze. Guck mal hier, da muss man direkt anhalten. Gibt es doch hier direkt was zu trinken? Morgen. So, liebe Leute, hier links jetzt der Eingang zum Kyrillpfad. Und ich komme jetzt hier auf den, oh, wie heißt der? Skulpturenpfad heißt das, glaube ich, ne? Vor uns ist dieser große Wanderstock. Der geht hier runter bis nach Bad Berleburg. Bin ich auch schon mal gewandert? Mit dem Walter zusammen. Liebe Grüße von dir, Walter, falls du das Video siehst. Entschuldigung, dass ich eben vorbei darf. Dankeschön. Danke. Aber nutzen doch so einiges Wetter hier aus. Ne? Ist ja auch der Rothaarsteig. Jetzt wird es auch noch matschig. So, gucken, dass man nicht zu langsam ist. Ne? Ja, noch. Je flotter man ist, umso stabiler ist das Ganze. Da will ich das mal glauben. War es doch richtig schön für mich jetzt hier mal mit dem Gravelbike hochzufahren und nicht mit dem E-Bike. Da hätte ich ja die ganze Zeit hier bergauf den Bosch Bohrmaschinenmotor am Surren. Meinen Performance 9CX Motor und das ist doch jetzt hier purer Genuss in der Natur. 15% Steigung. Das ist die Frage, ob mein Atem nicht genauso laut ist. Wie mein E-Bike-Motor. Aber irgendwann ist er mal oben. Und dann geht es wieder runter. Und hier ist noch ein ganz schöner Acker. Ne? Wenn man mal guckt hier, das ist der Rothaarsteig. Ein vielbewanderter Wanderweg. Kann man auch mal eben kaputt machen hier. Ne?
Hier schiebe ich auch lieber durch. Mann, Mann, Mann. Weiter geht's. Und wenn ich mir das hier angucke, bin ich froh, dass ich jetzt heute fahre. Ich hatte eigentlich vor, das in der nächsten Woche zu radeln. Und in der nächsten Woche dann zusammen mit der Maya. Die Maya ist diese Woche arbeiten. Die war nur am Wochenende mit uns hier hingefahren. Dann wieder nach Göttingen zum Arbeiten. Kommt aber am Wochenende für eine Woche noch zusammen mit uns hier Urlaub machen. Und dann wollen wir ein bisschen radeln. Aber morgen, wie gesagt, schwere Gewitter gemeldet. Dann wird der Weg hier nicht befahrbarer. Das heißt, ich suche dann für die nächste Woche ein bisschen was asphaltlastigeres aus, mit weniger Matschewegen. Da kommt doch Freude auf hier. Schön hier runterrollen. Und ich ja sagen muss, ich gehöre jetzt nicht so zu den Mutigen, die hier einfach rollen lassen. Obwohl ich mit dem Halt meiner Reifen hier sehr gut zufrieden bin. Ich halte gleich nochmal an, dann gucken wir uns nochmal genau an. Aber auch hier, wo es richtig runtergeht, ich dann ordentlich am Bremsen bin, sie rutschen nicht weg. Das finde ich tippitoppi. Die Winterbergische Seenplatte, was wie das hier? Dann doch lieber mit einer Brennnessel am Bein schleifen, als nicht wissen, wo man hier reinfährt. Ja, mal lieber ausklicken. Da ist mir dann doch ein bisschen zu grevelig hier. Ich mache jetzt mal extra ein bisschen sauber. Ich hoffe, das bringt auch was. Alles nur für euch. Ich fahre ja den Pathfinder von Specialized, den Pathfinder Pro. Der hat ja in der Mitte so eine glatte Lauffläche, mag ich jetzt mal nicht mit dem Finger draufpacken, so schmutzig wie es ist. Und in den Seiten ja ordentlich Profil. Ich fahre den in der 38 mm Breite und bin damit halt sehr gut zufrieden, weil er auf der Straße halt gut rollt. Kaum Rollwiderstand, weil da bloß die glatte Fläche die Fahrbahn berührt. Und so wie hier ist sowieso ja glatt, ne? Hier ist ja kein Problem. Aber jetzt auch, wo es schotteriger war, habt ihr gesehen, auch bergab. Er kommt nicht ins Rutschen, der hat also richtig Halt. Und da bin ich dem Reifen ganz dankbar für. Das kann auch mal ganz schnell gehen, ne? Dass du einen Halt verlierst und dann geht's bergab. Mit dem Swobo vom Rad. Aber jetzt geht erstmal berg weiter. Ich möchte diesen Haftungstest meiner Reifen allerdings nicht übertreiben, nicht zu sehr ausreizen. Darum hier wieder das Motto, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Kommt davon, wenn man Wanderwege fährt, ne? Mit Fahrrad. Ich habe mich auch immer schon gefragt, was der Begriff Radwandern zu bedeuten hat. Jetzt weiß ich Bescheid. YouTuber-Triathlon hier. Hui. Aber macht Spaß. Ich sitze wieder im Sattel und es dürfte es auch eigentlich so weitergehen. Ja, zur Abwechslung mal wieder festen Boden unter den Füßen jetzt hier. Bei, muss ich mal gucken, Kilometer 15 in 1,5 Stunden.
Durchschnittsgeschwindigkeit von 10. Ja, dann bin ich eigentlich ganz mit zufrieden, ne? Bei dem Geländegefahre hier mit dem Gravelbike. Und das macht richtig Spaß. Ich fahre hier jetzt erstmal ein paar Kilometer auf der Straße weiter Richtung Winterberg. Ein bisschen Meter machen. Und dann kommt die lange, lange Abfahrt, auf die ich mich schon den ganzen Weg bergauf freue. So, jetzt gerade noch durch Alt-Astenberg gefahren. Und bevor es jetzt richtig runter geht, gute 10 Kilometer zurück zum Ferienbauernhof nach Niedersorpe, durch Sorpetal, mache ich dann noch ein kleines Päuschen. Akku wechseln an der Kamera. Und auch meinen Akku ein bisschen auffüllen, ein bisschen Schokolade essen. Das haben wir verdient. Aber die Aussicht hier, Leute, herrlich. Ja, den Kameraakku habe ich jetzt hier gewechselt und für mich gibt es jetzt hier richtiges Sportlerfrühstück. Nur gesunde Schokoladenvitamine, da freue ich mich. Ja, Freunde, bevor es euch hier in die finale Abfahrt geht, 10 Kilometer nach Niedersorpe, runter im Sorpetal, möchte ich mich schon mal von euch verabschieden. Ich habe ein bisschen Reichweitenangst. Ich habe keine Angst, dass ich jetzt nicht unten ankomme, aber Reichweitenangst auch nicht mit den Beinen. E-Bike habe ich ja nicht dabei. Nein, Reichweitenangst im Mikrofonakku, der Sender hier, gibt gleich seinen Geist auf. Ich habe einen zweiten. Ich dachte, ich habe den eingepackt, habe ich aber nicht. Ich habe nur Schokolade eingepackt. Ist mir auch wichtiger als andersrum. Jedenfalls, die Bilder gibt es natürlich jetzt und ich weiß nicht, ob ich nachher noch Saft im Sender habe. Von daher schon mal schönen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, mich hier heute zu begleiten. Kleine Gravel-Tour im Hochsauerlandkreis. An diesem sonnigen Freitag hier mitten im August 2023. Also danke fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Bis demnächst. Bleibt gesund. Euer Swobo. Tschüss.
Freunde, ich bin jetzt hier unten in Niedersorbeheile angekommen. Da hinten auf dem Ferienhof machen wir Urlaub und ich bin mal direkt hier zum Eisautomaten durchgefahren. Gibt es jetzt natürlich ein Belohnungseis hier. Auch so eine verführerische Geschichte. In der 24/7 kannst du dir hier dann Eis aus dem Automaten ziehen. Gönne ich mir. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Spobo. Ciao.